und winken. Klasse. Schönen guten Morgen aus dem Moor. Also, hier hat es gestern übelst geschüttet. Ihr habt es vielleicht in der Story gesehen. Es gab Schlagregen, Sturm, 3 Grad. Also, ich sag mal so, in den 13 Monaten, wo der Herr Lehmann jetzt bei uns wohnt, war das auf jeden Fall das mit Abstand beschissenste Gassi-Wetter überhaupt. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr es in der Story gesehen. Wir waren da als Ninja unterwegs. Ich habe dann auch die ersten Bilder von anderen Leuten bekommen. Also, anscheinend war es nicht nur bei uns so schlecht, die ebenfalls als Ninja unterwegs waren. Wenn ihr auch noch so ein Bild habt, dann ladet das gerne mal hoch in eure Story. Dann machen wir hier so eine kleine Ninja-Collection auf. Dann hoffe ich, alle hatten ein schönes Weihnachtsfest, sind gesund und haben sich gut beschenken lassen. Der Herr Lehmann hat natürlich auch sein Geschenk ausgepackt, so wie sich das gehört. Und ansonsten war es ein bisschen aufregend für ihn. Also er kann sich halt in solchen Situationen nicht wirklich gut entspannen, wenn andere Leute da sind oder wir bei anderen Leuten sind. Aber ich habe in vielen Stories gesehen, dass es anderen Hunden da ähnlich geht. Und von daher scheint es wohl normal zu sein. Und wir arbeiten da weiterhin dran, dass er sich auch in solchen Situationen irgendwann mal entspannen kann. Aber er ist ja auch erst ein Jahr, von daher ist das wohl normal. Falls ihr Heiligabend irgendwie anders beschäftigt wart und nicht die Story gesehen habt mit der Auslosung der Gewinne, ich habe heute die beiden Pakete vom Blitzgewinnspiel in die Post gegeben. Und zwar gehen die beiden Seifen einmal an die Andrea von Zero the Lab und an die Sonja von One and a Half Monsters. Herzlichen Glückwunsch dann auch nochmal an dieser Stelle zum Gewinn. Und ja, wie gesagt, die Pakete sind unterwegs. Schauen wir mal, wann die dann bei euch ankommen. Dann eine nicht ganz so gute Nachricht. Diese Woche wird es nur dieses eine Daily Gassi geben. Und zwar hat Frauchen ab morgen halt auch Urlaub. Und da stehen noch einige andere Dinge auf der To-Do-Liste, so dass nicht genug Zeit bleibt zum Schneiden und so weiter. Und von daher diese Woche nur heute. Aber dafür starten wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall mit der Challenge, die ich vor ein paar Tagen mal angekündigt hatte. Ich habe mir da jetzt erste Ideen zu gemacht. Ich weiß nicht, ob es direkt nächste Woche wird, aber auf jeden Fall dann ja die zweite dann spätestens, denke ich. Und da freue ich mich schon drauf. Wird eine coole Sache und ich hoffe, möglichst viele Leute machen mit und haben wieder so viel Spaß wie bei der Fotowoche. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr da mitmacht und dabei seid. So, das soll es dann nämlich auch für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später.